Oh, Alter, was geht ab, Leitung hier? Döner des Monats-Time. Ich habe den natürlich nicht vergessen. Wir waren in Berlin, ja, und jetzt muss ich den irgendwie Ende des Monats hier reinquetschen. Stellt euch vor, hier wäre der noch kritische Boss. Der hat den, als ich in Berlin war, getestet. Der meinte, der hat Potenzial, der ist ganz, ganz gut, nicht schlecht. Ja, schaut mal, Leute, die sind voll Hightech geworden. Wir haben sowas jetzt hier. Schaut mal. Wir haben aufgestockt hier. Tisch ist weg, aber dafür haben sie sowas hier. Wow, hübsch. Digga, ich muss mich voll beeilen, weil sie haben jetzt diese Tafel, die sich immer ändert. Und weg ist es. Okay, ich muss jetzt hier stehen und warten, bis es wiederkommt. Zu Hightech, Mann. Zu Hightech. Döner des Monats, wie immer. Knuspriges Dönerbrot, Kalbsfleisch und Hähnchen, Salatmix, diesmal mit Zitrone. Smashed Avocado. Oh mein Gott, ist wieder weg. So. Süßkartoffelfries, rote Zwiebeln, Jalapenos, Kirschtomaten, Sirkal Chilis wie immer und Sumak. Aus Berlin zurück. Und in Berlin, überraschenderweise, hatte ich diesmal keine geilen Döner. Sonst wäre der Vergleich zu krass, Mann, jetzt. Weil so jetzt wäre ich sonst zu enttäuscht, wenn ich saftige Döner gehabt hätte. Weil Ramen-technisch, mein Gott. Ich glaube, keine Ramen in München, also von jedem Ramen in München würde ich jetzt wahrscheinlich enttäuscht werden. Weil die Ramen in Berlin so krass waren. So. Wir sind ein bisschen überbelichtet, aber ey, es ist gutes Wetter in München. Ich hoffe... Ja, perfekt, danke. Gutes Wetter und hoffentlich guter Döner. Dieses Smash Avocado sieht geil aus. Sweet Potato Fries, ich bin gespannt. Ihr wisst, ich bin kein Sweet Potato Fan. Zumindest nicht als Fry. Oh, die sind stark. Oh, gut gewürzt. Soße ist geil. Perfekte Schärfe. Boah, der ist echt stark, Mann. Der noch kritische Boss hat nicht übertrieben. Also der übertreibt eh nicht, wenn dann untertreibt er. Deswegen heißt er ja auch kritische. Der hat Potenzial, ja. Zitrone kam geil. Ich habe jetzt nicht gesehen, wann er die Zitrone reingetan hat. Aber Säure ist am Start. Wie immer ein Monster am Anfang. Schwer zu essen. Ich will jetzt nicht die ganzen Sweet Potato Fries schon aufessen, weil die sollen ja mit im Döner kombiniert werden. Und jetzt nicht einfach so gesnackt. Weil das ist saftiger als sonst. Deswegen hat es wahrscheinlich dem noch kürzlichen gefallen. Gute, oh, starke, geile Aromen. Ich glaube, das ist der erste, wo ich sage, hey, das ist eine Geschmacksexplosion. Viele Aromen, die aber sehr gut miteinander harmonieren. Boah. Eigentlich hasse ich's, wenn die Leute so philosophieren bei den Food-Videos. Kuss geht los an Lukas G. Ich feiere seine Videos, aber manchmal denkt er, er wäre Goethe oder so. Da dichtet er zu viel, aber das ist echt eine Symphonie im Gaumen. Fleisch ist gut. Besser als sonst, sehr saftig. Wie gedacht, die Avocado, Guacamole kommt sehr geil. Wow. Wow. Der kann was. Fries für den Crunch, perfekte Schärfe, Jalapenos nicht überwältigen. Fleischsaftig, geile Soße, viel Soße, Guacamole, geil. Was ist denn noch alles drin, Digga? Zitrone kommt sogar geil. Ich bin eigentlich kein Fan von Zitrone, weil die tröpfeln es oben immer drauf und dann sind die erst ein bisschen sauer. Ja, so ist heftig.
kann jetzt schon sagen, das ist der beste Döner des Monats. Und der ist besser als... Der ist besser als die normalen Döner hier. Er sollte Dauer auf die Karte. Scheiße, ich habe eine Kirschtomate verloren. Und ihr wisst, wir feiern die Kirschtomaten hier. Normal sind die Döner des Monats ja sehr wild, experimentell. Wo man sagt, hey, ein, zwei Komponenten können geil kommen. Aber der hier, Bombe, alles harmoniert. Scheiße, ich bin begeistert, Mann. Der ist so gut. Ich wünschte mir, es wäre nicht Ende des Monats, sondern Anfang des Monats, dass ich ihn mir noch zwei, dreimal holen kann. Auch diesmal besser verteilt. Nicht alles oben, sondern sehr gut verteilt jetzt. Alles, was wir sonst immer hier kritisieren, diesmal top umgesetzt. Ja, saftig, geiles Fleisch. Nicht überladen oben. Gut verteilt. Brot ist eh immer stabil. Wow. Und eine ganze Guacamole, Avocado. Wisst ihr noch, das letzte Mal, da habe ich richtig gestruggelt, weil ab dem Zeitpunkt war nur noch Fleisch. Aber schaut mal, wie gut verteilt der diesmal ist. Und Soße ist auch noch am Start. Ich glaube, das wird der erste Döner bei Hans Kebab, der einen Königsbissen hat. Saftig. Ich glaube, ich hier noch nie einen Döner saftig genannt. Das kann man Königsbissen nennen, ja. Es hat sich alles voll aufgesogen. Da es Ende des Monats ist, mache ich etwas, was ich sonst nie mache. Das Video, was ich gerade gedreht habe, hau ich heute jetzt noch raus. Hier das Ranking. Ich meine, wir haben erst März, also es gibt erst drei Döner des Monats 2024, aber der ist ganz klar auf der 1. Ich nenne ihn mal Döner mit Avocado, weil normalerweise gibt es eine Komponente, die wirklich heraussticht. Avocado finde ich jetzt nicht so extraordinary, nicht so außergewöhnlich. Aber nennen wir ihn mal Döner mit Avocado. Und meiner Meinung nach auch der beste Döner des Monats gesamt und besser als alle anderen Döner, die Hans Kebab normalerweise am Start hat. Aber hören wir mal rein, was der kritische Boss uns zu sagen hat. Also insgesamt würde ich sagen, war der echt gut. Käse war gut, Kirschtomaten sowieso gut. Digga, was für Käse, Mann. Jalapenos ist eigentlich nicht so meins, aber man hat es auch irgendwie nicht so rausgeschmeckt. Das stimmt, ja. Rucola eigentlich mag ich auch nicht, aber hat man auch nicht so rausgeschmeckt. Das stimmt, ja. Süßkartoffelfries finde ich extrem gut. Ja. Avocado habe ich kaum geschmeckt. Ich schon. Das ist auch nicht schlimm, weil ich finde Avocado eh nicht so gut im Döner. Und ansonsten doch, war insgesamt gut. Würde ich sagen, sehr, sehr gut. Top 3, aber auf jeden Fall hinter dem mit Preiselbeeren. Nein! Aber ich muss sagen, meiner war auch extra viel Mühe gegeben. Also die Zitrone hat er nicht erwähnt. Die Zitrone fand ich sehr gut, weil, wie gesagt, normal oben alles drauf, die ersten Bissen fucking sauer, unten merkst du gar nichts von der Zitrone, aber da war echt gut verteilt. Leider habe ich nicht hingeschaut, wo er das gemacht hat, weil das war echt gut gemacht. Und ja, wie gesagt, bei mir wurde sich diesmal extra viel Mühe gegeben. Sehr gut verteilt, saftiges Fleisch, Avocado kam echt gut, das hat alles nochmal saftiger gemacht, Soße war gut. Ich weiß nicht, was für ein, von welchem Käse er da labert, aber ja, das war's von
Hans Kebab, Döner des Monats, März 2024. Schaut gerne vorbei, den kann ich sehr stark empfehlen. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Wir sehen uns sehr bald schon wieder mit April, Döner des Monats.